Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge WoW in der nekrotischen Schneise heute. Ein loyaler Diener der Quirianer. Mittlerweile mein zweiter... Okay, so macht er das. Passt auch. Mein zweiter Versuch in der ersten Gruppe hat leider der Tank gelieft. Und dann der Heiler und dann war die Aufnahme auch schon umsonst, ne? Also, jetzt noch einmal. Wie geht's euch, Leute? Schön, dass ihr da seid. Wie, wir sind nur zu dritt. Wir sind zu viert. Das war schon der erste Boss. Das ging jetzt schnell. Was haben wir da bekommen? Neun Ring, sehr schön. Bitte an mich binden. Nacht wird nicht gefallen. So. Seine Schöpfung zerstört habt. Aber eure Gliedmaßen gibt er sicher als Entschädigung. Was macht er? Was haben die vor? Wieso warten die hier alle? Okay, die Strategie so kenne ich nicht. Ja. Okay. Okay. Der hat da anscheinend mal ordentlich aufgeräumt, ne? Looten müssen wir auf jeden Fall. Wir sind arm und brauchten das Geld. So wird das jetzt auch noch nie gemacht. Stellt euch, Totenbeschwörer. Tarnikos wird gerecht. Jetzt dürfen wir auch mal mitmachen, wie es ausschaut. Ihr wollt das Schicksal eures Schergen teilen? Euer vielgerühmter Mut wird euer Untergang sein. Ach, was. Alles kein Problem hier, ne? Tempel, also die Gruppe weiß auf jeden Fall, was sie tut, das ist schon mal gut. Am Boden. Ihr habt bereits verloren. Okay, die skippen hier alles. Widerliches Monster, eure gerechte Strafe! Ihr verwehrt mir den Himmel? Dann antworte ich genauso! Närrisches Paragon! Ihr könnt uns nicht aufhalten! Ah ja. Wie gesagt, sie wissen offensichtlich, was sie machen. Zwecklos. Meine Diener sind zahllos. Ich werde die Folge auf jeden Fall der ersten Mal Draxos-Folge vorschieben. Dienen mir wieder. Weil sie einfach thematisch noch zur Bastion gehört. Ich hoffe, das ist für euch so okay, auch wenn es anders angekündigt ist. Und da sind wir schon Level 56, sehr gut. Wir können erst ruhen, wenn der Himmel leer von Eindringlingen ist. Bitte, befördere mich. Wie die mich immer nehmen, so. Ich führe die Streitkräfte hier und meine Jünger bringen euch zur Nekropole. Beenden wir diese Gräuel. So. So wie es jetzt ausschaut, wird die Folge ein bisschen kürzer werden. Die Folge wird nur... eben die Angriff auf den nächsten Tempel vorbereiten.
Die Folge wird eben nur diese Ini dauern. Okay. Das war wohl ein bisschen zu viel. Ah ja. Da hat sich wohl jemand ein bisschen übernommen. Was ist hier los? So, ich wirke auf ihn jetzt gleich mal einen Seelenstein. Auf den Heiler. Nimmst du den? Ich nehme den. Sprich, mit dem Seelenstein kann der Heiler einfach dann instant wieder aufstehen. Und ja, die haben da schon wieder angefangen, ne? Das war jetzt ein bisschen ein Fail hier gerade. Kommt, meine Assistenten! Ihr müsst diese Rohmaterialien verarbeiten! So. Oh, ich bin auf Platz 2 vom Schaden. Das wundert mich ja direkt. Wir haben das geschafft. Wie haben wir denn das hinbekommen? Wie gesagt, die Folge könnte ein bisschen kürzer werden. Wir machen in dieser Folge nur diese Inni. Und die werde ich dann auch thematisch noch vor der Maldraxxus-Folge einreihen. Ist auch schon der dritte Boss jetzt hier. Nein! Jetzt muss ich diese beiden Leute. Ich kann es kaum erwarten. Damit werde ich einen Stich machen. Muss immer ein bisschen schauen, was ich hier mache, ne? Nein. Nicht vor deinem Chirurg. Ba, 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 ba. So, dann geht's hier weiter. Zu Naltor, den Eisbinder. Oh, das war jetzt ja fast ein Speedrun, ne? Das war doch fast ein Speedrun jetzt. Rostige Fesseln auf mir, ja. Ja, liebe Leute. Instanzgruppe verlassen. Es war jetzt ein bisschen wenig, ne? Es war jetzt echt ein bisschen wenig. Kommen wir von hier jetzt zurück in die Bastion. Wir müssen nämlich die Quest bei der Heldenrast abgeben. Und das würde ich jetzt gerne vorher machen. Bevor wir hier im Maldraxxus weitermachen. Ich schaue jetzt eben nur kurz, ne? Eigentlich ist mir die Folge fast ein bisschen zu kurz. Es sind keine 10 Minuten jetzt gewesen.
Haben wir eigentlich noch was Cooles bekommen? Übt weiter! Wenn ihr kämpfen wollt, dann beweist eure Kraft! Okay, wir kommen von hier nicht mehr zurück. Wir müssen erst hier die ersten Quests machen. Dann machen wir jetzt allerdings hier weiter und ich werde sie trotzdem... Ich werde sie nicht umtun, ne, die Folge. Wenn ihr kämpfen wollt, dann beweist eure Kraft! Wir lassen die Reihenfolge so, wie die Aufnahme ist. Also zuerst mal Draxus, dann jetzt hier Dungeon und jetzt machen wir hier weiter. Weil sonst... Ich kann jetzt nicht sagen, wir machen nur eine 10-Minuten-Folge, das geht nicht. Ich glaube, das wollt ihr selber auch nicht, ne? Wir holen uns jetzt hier unsere Mülltüte und dann machen wir hier wie gewohnt weiter. Wir wollen schon ein bisschen Content produzieren hier. So, wir brauchen Elite-Gegner. Machen wir natürlich. Zehn Stück von denen müssen wir irgendwie schaffen zu töten. Wie schaut's? Ja, es geht noch vom vom Leben her. Von unserer Mülltüte. Sind ja schon Level 56, ne? Wir sind ja schon Imba. Aber dennoch, die sind sehr stark. Oder stärker als die normalen Gegner. Darum holen wir uns an Dämonen, was geht, ne? Echt jetzt? Mein Kater kuschelt auch gerade mit meiner Hand. Sehr nervig. Ich bin betäubt. So, schon langsam müssen wir dann mal unseren Kollegen hier restarten. Respawnen. Sind bei 3 von 10. Oh Mann. Das könnte sich noch ein bisschen ziehen hier, ne? Es ist gerade aufregender als der Dungeon, wo wir gerade waren, irgendwie. So, wir heilen mal unseren Kollegen da vorne ein bisschen. Wir supporten quasi. Bin ich gerade ein bisschen überkonzentriert, Leute. Entschuldigt. Aber irgendwie kriegen wir wieder Heilung die ganze Zeit, ne? Ich habe erst jetzt gerade gesehen, dass wir hier was haben. Was uns unterstützt. So, du bist der Nächste. Unseren Kollegen geht's noch gut.
Schleimrülpsen. Wir sind übrigens schon bei 6 von 7. Von 10. Das ist jetzt der 7. Geht dahin, oder? Das kann ich mich gerade echt gar nicht mehr erinnern, ne? Das ist auch eine langwierigere Quest, ganz offensichtlich. Immer einen Dämonen nachholen, was geht hier. Zwei noch. Unsere Mülltüte geht's auch gut, Gott sei Dank. So, du bist der Nächste. Und zugleich auch, glaube ich, ja, genau, der Letzte. Du bist das Letzte. Bin ich dann der Champion, oder wie? So. Das war's. Hier erstmal. Wie, ihr könnt noch immer stehen. Meine Hoffnungen für euch steigen. Jetzt zeigt ihr langsam Potenzial. Euer Name muss weiterhin bekannt in der sterblichen Welt gewesen sein, aus der ihr stammt. Aber ruht euch nicht auf euren Lorbeeren aus. Je härter ihr kämpft, desto mehr werden sich die anderen mühen, euch zu besiegen. Das ist der Weg der Maldraxxi. Nichts überzeugt das Publikum mehr, als einen einzigen Champion zu besiegen. Heute nehmen zwei davon teil und versuchen an einigen einstigen Ruhmestaten anzuknüpfen. Streckt sie nieder. Okay. Wen haben wir hier? Champion Rin Ma. So. Irgendwas oder irgendwer heilt mich hier die ganze Zeit, ne? Sonst würde ich das, glaube ich, eh nicht überleben. So, das war der erste Champion. Nehmen wir noch ihn hier. Wo bleibt die Mülltüte? Ah, Mülltüte hat auch noch was im Schlepptau. Ein Kämpfer übertrifft die anderen. Tja. Er braucht schon ein bisschen länger als der erste Champion.
So. Komm. Leg dich schlafen. Blutfäule. So, wen haben wir hier? Noch einen dritten Champion, oder wie? Ach so, den ersten hätte ich gar nicht müssen, oder was? Oder den Blutfäule hätte ich gar nicht müssen. Und nur ihn hier. Oh Mann. Das habe ich irgendwie nicht gecheckt, habe ich wieder zu wenig geschaut. Dann eben nochmal, ne? Wo ist unsere Mülltüte? Wo ist denn unsere Mülltüte? Da ist sie, jetzt kommt sie. Jetzt kommt er ja. Ein vernichtender Schlag. Okidoki. Ich fliege jetzt darüber, geht schneller. Wieso können wir hier nicht fliegen? Ja, Heidewitzka. Eine Frechheit ist das. Wollt ihr euch messen? Gut, das Publikum ist auf eurer Seite. Nur noch eine letzte Prüfung. Macht die Arena frei. Der finale Kampf beginnt. Es gibt nichts Schöneres als Kampfeslärm. Das ist es, das Finale des Turniers. Diese beiden maldraxischen Gladiatoren haben Herausforderer nach Herausforderer zur Strecke gebracht. Das Einzige, was nun verbleibt, ist, dass sie sich gegeneinander gegenseitig umbringen. Zwei Gladiatoren sind übrig. Oberster Champion Mescal. So, wir holen unsere Armee. Unsere kleine Armee der Finsternis. Der letzte Kampf des Merito Casito. In dieser Folge. Hoffentlich. Hoffentlich. Zeruna ist jetzt online. Der liebe Raff. Hi, lieber Raff. Grüße an dich an dieser Stelle. So. Zurück oder stellt euch meiner Klinge.
Schwung kaum. Rexus, euer Schwert wird brechen. Tötet sie alle! Auserwählte, zu den Waffen! Lasst keinen am Leben! Und an dieser Stelle wünsche ich euch Fremdling, haltet durch! Wir kommen hier raus! Noch einen schönen Tag! Ich bin Baronin Draka. Das Haus der Auserwählten steht euch bei. Viel Freude! Keine Zeit für Worte. Wir müssen los! Sie lässt mir echt keine Zeit für Worte. Also, tschüss, bis zur nächsten Folge!